Frische und Rohkost sind langwierig bekannt. Seit einigen Jahren gibt es auch immer den Begriff Raw Food in den Medien. Was sind die Unterschiede zwischen den Begriffen? Eine genaue Definition der Begriffe gibt es eigentlich nicht. Auch sind die Begriffe nicht klar voneinander abgrenzbar. Allen gemeinsam ist, dass die Lebensmittel nicht erhitzt werden, beziehungsweise höchstens auf 50 Grad erhitzt werden. Die Frischkost hat noch den Zusatz, dass die Lebensmittel saisonal und regional sind, also keine langen Transportwege hinter sich haben und auch keine lange Lagerzeit. Bei Rohkost denken viele Menschen sofort an Diät, an langweilige Möhren oder Kohlrabi-Sticks. Dass Rohkost aber viel mehr ist, zeigt die neue Bewegung des Raw Food. Raw Food heißt natürlich auch nur so viel wie Rohkost. Durch diesen amerikanischen Namen wird aber einfach ein neues Image geschaffen. Welches Image soll der Rohkost damit gegeben werden? Mit dem Begriff Raw Food soll die Rohkost ein bisschen weg von diesem rein gesundheitlichen Aspekt, sondern es soll gezeigt werden, dass rohe Kost auch wirklich köstlich sein kann und dass auch viele raffinierte, verschiedene Gerichte damit zubereitet werden können. Zum Beispiel mit verschiedenen Geräten, Küchengeräten wie diesem Spiralschneider, können aus Zucchini tolle Spaghetti zubereitet werden, kann man in einem Püriermixer, kann man denn Paprika, Tomaten oder andere Gemüsesorten zu einem Brei verarbeiten, der dann als Soße gegeben werden kann. Und sogar Parmesan kann man in der Rohkost herstellen, zum Beispiel mit Paranüssen. Auch Brot gibt es in Raw-Food-Qualität. Zwar wird dieses nicht gebacken, sondern es wird ein Gemüsemix hergestellt, der auch wieder püriert wird. Da werden dann Leinsamen zugegeben und es wird zusammen dünn auf eine Fläche ausgestrichen und wird dann in den Dörrautomaten gegeben. Und selbst Menschen, die Süßigkeiten lieben, haben keine Probleme mit der Raw-Food, denn es gibt sogar Schokolade in Raw-Food-Qualität. Ist Rohkosternährung empfehlenswert? Ernährungsphysiologisch hat der Verzehr von Rohkost und von Frischkost sehr viele Vorteile. Zum einen werden die hitzeempfindlichen Vitamine und Nährstoffe nicht zerstört und können somit dem Körper in voller Gänze zugeführt werden. Auch hat Rohkost sehr viele Ballaststoffe. Ballaststoffe haben den Vorteil, sie sättigen sehr lange. Der Blutzuckerspiegel bleibt relativ lange konstant und somit können die Ballaststoffe vor Diabetes schützen. Menschen, die Probleme mit dem Magen haben, sollten eventuell etwas aufpassen mit Rohkost, da diese teilweise schwer verdaulicher ist. Hier ist zu empfehlen, dass die Lebensmittel vorher doch gedämpft werden. Auch gibt es Nährstoffe, die sehr stark in diesen Pflanzenzellen eingebunden sind und somit nicht vom Körper resorbiert werden. Hier muss darauf geachtet werden, wenn man sich rein rohköstlich ernährt, dass diese Nährstoffe dann doch zugeführt werden.